Ja, moin, Battlefield 5 ist mit Tides of War in die nächste Phase gegangen und diesmal gibt es so viele neue Sachen, dass ich eigentlich mehrere Videos drüber machen müsste. Ich beschränke mich hier mal auf eins und versuche euch das so kurz wie möglich zusammenzufassen. Zum ersten, Rush ist wieder zurück im Spiel. Erstmal leider nur als temporärer Modus, was ich eigentlich sehr schade finde, denn dieser Modus bringt wirklich, zumindest mir, viel Spaß und ich finde, der hat es doch dauerhaft im Spiel verdient. Wer den Modus noch nicht kennen sollte, weil er vielleicht keine vorherigen Battlefield-Teile gespielt hat, sondern jetzt erst mit Battlefield 5 eingestiegen ist, dem will ich das Ganze kurz mal erklären. Jedes Team hat hier 16 Spieler, ein Team ist Verteidiger, ein Team ist Angreifer. Zu Anfang einer Runde haben die Angreifer 75 Tickets und müssen die beiden Funkstationen der Verteidiger zerstören. Die Verteidiger können nur gewinnen, indem sie die Tickets der Angreifer auf 0 bringen. Gelingt es den Angreifern jedoch, die beiden Funkstationen zu zerstören, wird die Karte ein Stück nach hinten verlegt, die Tickets werden wieder aufgestockt und die nächsten zwei Funkstationen müssen zerstört werden. Das Ganze wiederholt sich, bis man in der Homebase der Verteidiger die letzten zwei Funkstationen angreifen muss. Mit dem Rush-Modus zusammen sind auch neue Spielereien für den Squad-Leader reingekommen, den er ab sofort in allen möglichen Modi anfordern darf. Zum einen ein Artillerieschlag. Der hat den Vorteil, dass er deutlich günstiger ist als die V1 oder JB2-Rakete. Der braucht auch nicht ewig wie die Raketen, bis er da ist. Nein, das ist innerhalb von 1-2 Sekunden bombardiert er da langanhaltend diesen Bereich, den man ausgewählt hat. Nachteil ist, der bombardiert halt nicht so einen großen Bereich, der hat nicht so einen riesen Schadensradius wie die Raketen, aber dafür ist er halt schnell da. Also wenn es schnell gehen muss, Artillerie, wenn ich einen großen Bereich wegsprengen will, Rakete. Nach dem gleichen Prinzip kann man sich auch noch Rauchgranaten anfordern, die auf dem Schlachtfeld abgefeuert werden. Die sind wirklich nützlich, die vernebeln einen relativ großen Bereich und sichern damit ganz prima den Vormarsch des eigenen Trupps, wenn man mal über offenes Feld laufen muss oder sonst wie Wege laufen muss, bei dem man einfach massakriert wird. Zu guter Letzt schenkt uns DICE noch die Mosquito FB Mark 6, der neue Flieger. So, und da wollen wir uns wie immer jetzt erstmal kurz mit der Freischaltung beschäftigen. DICE hat das diesmal ganz gut gemacht. Zu Anfang müssen wir eine Runde Rush spielen und danach ist es immer so, dass sich beide Wege öffnen, wenn wir was geschafft haben. Der obere Weg, hier eliminiere 30 Gegner, mache 4 Ladungen scharf und entschärfe sie, belebe 20 Teamkameraden wieder. Das ist mehr so die Fleißarbeit, das ist mehr so hier Glück, finde ich. Und der untere Weg ist ein bisschen mehr skillbasiert, geht dafür aber deutlich schneller. Eliminiere in einem Leben 5 Gegner, dann fordere als Trupp 5 Sektoren Artillerie- oder Rauchbeschussverstärkung an. Da müsst ihr nicht Squadleader sein, da müsst ihr nur im Trupp sein. Aber auch hier würde ich sagen, schnappt euch den Squadleader selbst und macht dann den Rauchbeschuss. Das geht deutlich schneller und der Rauchbeschuss ist günstiger. Den könnt ihr ein bisschen mehr spammen. Dann nochmal verursache 800 Schaden mit stationären Waffen oder MMGs. So, und zu guter Letzt erringe in Rush 25.000 Punkte. Das ist nochmal sehr viel Fleißarbeit. Aber dann haben wir den Flieger und den schauen wir uns jetzt an. Ja, krasser Shit. Dieser Flieger ist verdammt stark. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich gestern im Ingame-Chat immer wieder lesen musste, der Flieger ist OP, der ist so fies, der ist so stark. Die Frage ist er das denn jetzt auch? Die Antwort darauf ist ein ganz definitives Jein. Erstmal, der wirklich beste, meiner Meinung nach beste Skillweg für diesen Flieger ist einmal ganz rechts runter. Und ja, damit ist er auch verdammt stark. Aber er hat auch eine Schwäche und zwar kommt er wirklich nicht gegen Jäger an. Also sobald man einen Jäger hinter sich hat, ist man eigentlich auch schon RIP, solange nicht jemand anders zur Hilfe kommt. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber du hast doch mit jedem Flieger ein Problem, wenn du einen Jäger hinter dir hast. Naja, also wenn du selber einen Jäger hast, dann bist du halt genauso gut im Manövrieren und kannst halt einfach Glück haben, dass du der bessere Pilot bist. Wenn du eine Stuka oder einen Bomber hast, kannst du hinten rausschießen und den abknallen. Das geht halt bei der Mosquito nicht. Du bist deutlich langsamer, du hast im Dogfight, wenn du Kurven fliegst, keine Chance. Der Jäger setzt sich immer hinter dich und nach hinten schießen kannst du auch nicht. Aber das Ganze ist auch okay so für mich, denn dieses Teil ist wirklich ein Monster, wenn es darum geht, andere Bomber abzuknallen.
Infanterie auszumerzen oder Panzer zu zerstören. Dieses krasse Geschütz, was man da unter sich kleben hat, hat einfach mal 16 Schuss mit einer wirklich guten Feuerrate. Man braucht damit auf Bomber, je nachdem, wie man trifft, zwischen, ja, ich sag mal, 1 bis 3 Schüsse, dann explodiert er. Da kommt es ein bisschen drauf an, wo man trifft. Auf den Flügel macht man eher ein bisschen weniger Schaden. Auf den Rumpf, sag ich mal, 2 Treffer maximal bei 100 Health, dann ist der down. Ich habe letztens mal eine Stuka damit getroffen, da habe ich 96 Schaden mitgemacht und dann mit dem MG einmal kurz draufgehalten, dann war die Stuka auch weg. Jäger und so trifft man damit allerdings total schwer, die sind ein bisschen zu klein und zu wendig. Für die Jäger hat man allerdings auch hier bei dem Skillweg eine 20% höhere Feuerrate für das MG, damit geht das auch ganz gut. Wenn man denn derjenige welche ist, der ganz gut hinterm Jäger klebt. Wenn man Infanterie mit dem Geschütz direkt trifft, ist das eigentlich immer ein One-Shot. Ich sag mal, wenn man so ein paar Meter daneben schießt, 1, 2, 3 Meter daneben schießt, dann braucht man vielleicht auch mal 2 Schüsse damit, bis die Infanterie down ist. Auf Panzer macht man, je nachdem, was das für ein Panzertyp ist, auf einen schweren, ich sag mal, bis zu 30 Schaden. Auf so einen mittleren auch schon mal 50, wenn man perfekt trifft. Boah, das haut schon rein. In der Regel rechnet man so mit 25, 26 Schaden auf dem mittleren Panzer, je nachdem, wie ihr trefft. Und das geht eigentlich ganz gut. Ihr macht einen schönen Anflug auf die Panzer, schießt da so ein paar Mal drauf. Ihr müsst den mit dem Geschütz nämlich gar nicht zerstören. Es langt, wenn ihr den anhittet, denn ihr habt ja diese wunderbare Riesenbombe noch bei euch. Die ist, glaube ich, mit die stärkste Single-Bombe im Spiel, die man irgendwie mitnehmen kann. Also ich glaube, selbst die Bomber haben da keine schwerere Einzelbombe. So, Panzer ist also angehittet und wenn ihr dann den Überflug macht, lasst ihr die Bombe fallen und dann ist der Panzer RIP. Da braucht ihr in der Regel auch gar nicht mehr direkt treffen. Diese Bombe hat so einen Riesenschaden und so einen riesen Splash-Damage, dass ihr damit dann den Rest macht. Die Bombe allein für sich ist schon so stark, dass ihr den Panzer eigentlich vorher auch gar nicht anhitten müsst. Ihr müsst nur mit der Bombe wirklich den Panzer treffen, denn ist eigentlich jeder Panzer damit One-Shot down. Aufgrund des riesigen Explosionsradius sind damit auch wirklich geile Multikills auf Infanterie mit möglich. Aber allein auch schon die normalen Bomben, mit denen der Flieger standardmäßig daherkommt, auch mit denen kann man schon wirklich schöne Multikills anstellen. Aber so richtig spaßig wird das Ganze in dem Moment mit dem Flieger, wo man sich dieses Geschütz freigespielt hat, ab Rang 2. Vor allen Dingen hat man mit der Hauptkanone auch durch die 16 Schuss eigentlich immer genug Munition, um die Zeit zu überbrücken, die es braucht, die Bomben nachzuladen bzw. aufzutanken. Also man ist eigentlich wirklich die ganze Zeit mit diesem Teil gut im Einsatz und hat keine Wartezeiten. Die Munition wird sogar instant wieder aufgefüllt, wenn man über so einen Nachladepunkt fliegt. Also keine Wartezeit wie bei der Bombe. Also ich muss sagen, ich finde dieses Flugzeug echt krass stark. Mir bringt das super viel Spaß. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass das Game-Breaking ist von der Stärke her, das Flugzeug. Aber, ach ja, ich sag mal, Infanterie und Panzer kotzen Action ab. Also da muss das gegnerische Team jetzt, wenn solche Dinger kommen, dann auch wirklich mal Jäger ins Feld führen oder mal die AA besetzen. Wobei man leider auch nochmal sagen muss oder ehrlich zugeben muss, so eine einzelne AA, die da besetzt ist, wenn die auf einen schießt und man weiß jetzt woher, dann macht man da einen Anflug drauf, schießt da einmal mit der Kanone drauf und dann ist die leider auch schon weg. Zu guter Letzt möchte ich euch noch einmal kurz sagen, warum ich hier den linken Weg oder auch die Hispanos für dieses Flugzeug nicht so sinnvoll sehe. Zu den Hispanos ganz klar, die Waffe ist schon bei der anderen Moskito. Wenn ich die haben will, dann spielt die andere Moskito. Punkt, Ende, aus. So, und der linke Weg mit den Raketen, da ist mir beim Testspielen aufgefallen, dass man wirklich mit allen Raketen einen Hit landen muss, plus dann nochmal die Bomben raufschmeißen muss, damit der Panzer down geht. Und das jetzt hier im Beispiel eines Flakpanzers. Also einen schweren Panzer kriegt man damit bei weitem nicht so gut ausgeschaltet. Und selbst wenn man es hinkriegt, ja, dann bist du halt erstmal komplett leer, hast nur noch dein MG und musst erstmal warten, bis du wieder aufgetankt bist. So, und da dauern die Raketen und die Bomben halt beide leider lange. Und in der Zeit kannst du halt deinen Job nicht machen. Also sprich, du kannst einen Panzer zerstören und dann musst du erstmal warten, während du bei der anderen Variante halt die ganze Zeit im Einsatz sein kannst. Also, von mir soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir doch gerne ein Like da, das würde mich freuen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt und mehr von mir sehen wollt, dann gerne auch ein Abo. Ansonsten sage ich ciao, bis zum nächsten Mal, eure Kröte.